Aber ich wusste auch jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, nicht mehr, wo ich die noch mal einsetzen soll. So, hier ist irgendwo die Ausgrabungsstätte. Da haben wir noch die Hauptstadtmädels. Würde ich ja gerne mal die einzelnen Monate mehr anschauen, ehrlich gesagt. Ach, Bombenschussmunition, stimmt. Können wir auch wieder brauchen. Ich guck mal gerade, ob hier noch mehr davon rumliegt. Weil die ist nämlich selten, die Bombenschussmunition. So, hier ist noch ein bisschen Rüstung, ein bisschen... Ach, hier haben wir noch was. Notiz von Helga, zweiter Eintrag. Abschrift aus Pater Lukas Tagebuch, 7. April. Ich habe eine alte Kirche gefunden, eine sehr alte Kirche. Zusammen mit einem Brief von König Otto, dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Ich wusste es. Die Tunnel. Es gibt sie wirklich. Oh Gott, ich danke dir, dass du mir endlich ein Zeichen geschickt hast. Und die werden wir wahrscheinlich gleich betreten. Diese Tunnel. Und irgendwas ist dort unten. Ach du Scheiße. Alles klar, da geht's weiter. Irgendwas ist dort unten und es war alles unleserlich, wie gesagt. Entweder war das gewollt oder man konnte diese Passagen nicht übersetzen. Ich weiß es leider nicht. Alter, was ist denn hier alles noch? Ach du Scheiße, ist das groß. Ganz schön großes Areal. Da wollte ich eigentlich gerne die Muni... Danke, Bombenschuss-Muni. Die brauchen wir wahrscheinlich nochmal. So, und ich will nochmal hinten in den Graben gleich rein, der da war. Da will ich auch nochmal kurz gucken. So, da haben wir alles voll. Wo man hätte durchschleichen können. Hier ist auch noch... Aha, okay. Hoppla. Da wollen wir nicht hin. So, wo geht's denn hier lang? Ach, ich glaube, hier kommen wir... Hä? Hier sind noch Gegner? Aber es ist jetzt... Die haben wohl... Oh. Next da. Da oben ist noch einer. Huch, das wollte ich eigentlich gar nicht. Hallo. Was war er denn hier? Lass mal zum Rohr überziehen. So, huch. Kommen die denn jetzt noch alle her? Jetzt hatte ich mir gerade wieder alles voll gemacht. Dann kommt hier noch so einer um die Ecke. Wir machen uns hier fast weg. Was soll denn das jetzt? Der kann anscheinend um die Ecke schießen. Oder ist hier auch noch einer? Okay, alles klar. Meine Fresse. Ich glaube, ich spinne. Gut, da unten war ja zum Glück noch Munition. Und auch noch ein bisschen was zum Aufleveln. Wo kamen die denn jetzt so alle her? Ich dachte, ich hätte sie alle. Weil normalerweise greifen ja alle dann an, die in dem Areal rumlaufen. Aber irgendwie schien mir das jetzt so zu sein, dass die hier doch noch rumlaufen. So, da ist noch ein bisschen davon. Schockhammer und Bombenschuss. Oder was war das jetzt? Ich glaube, ne? Sehr gut. Nehmen wir alles noch mit. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwo Gold rum. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf Anhieb finde. Wie groß das hier einfach noch alles ist. Ich gucke gerade nochmal auf die Karte. Ah, da ist noch ein Ausrufezeichen. Okay, da können wir also auch noch hin. Hier können wir uns durchhauen, glaube ich, oder? Gerade gucken. Nee, schade, ich dachte. So, wo ist das Achtungszeichen? Da. Da können wir hochklettern. Okay, alles klar. So, warum konnten wir da hoch? Keine Ahnung. Das, denke ich, ist einfach nur, damit wir da weiter können. Okay. Da ist noch Rüstung. Aha, okay, alles klar. Hier sind wir jetzt. Das wäre eine Abkürzung gewesen. Alles klar, ich verstehe. Ja gut, ich glaube, dann ist da hinten eventuell nur noch, in Anführungszeichen. Wo war denn das Loch? Hier ganz vorne, ne? Dann könnte das auch einfach nur ein kleiner Tunnel sein, in dem man durch hätte können, um sich anzuschleichen. Ich muss mal gerade gucken, finde ich den jetzt auf Anhieb? Wenn nicht, dann lasse ich's. Der war doch irgendwo hier vorne. Glaube ich. Irgendwo war hier ein Loch im Boden. Wo war das denn? Ich glaube weiter hier, oder?
Hier, genau. So. Ah, ein geheimer Bereich. Okay, alles klar. Dann hat es sich ja doch gelohnt. Da ist noch Gold. Ah, guck an, hier sind wir unten drunter. Ja, da hätte man sich locker irgendwo anschleichen können. Das kann natürlich sein. Vielleicht hätte man auch direkt hier hingekonnt, ohne die Kommandanten auszuschalten. Das wäre natürlich cool gewesen. Aber naja, gut. Das geht auch so. Ach so, wir müssen... Verstehe. Es ist wieder so eine Tür. So, dann würde ich sagen... Wonach buddelst du hier, Helga? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Haben wir Zeit dafür? Ich hoffe. So. Ein Problem weniger. Und hier wieder Superbeton. Natürlich. Hinten sind zwei, habe ich schon gesehen. Aber hier ist zum Glück kein Kommandante. Warte mal eben. Ach, verdammt. Warte mal. Hat er uns bemerkt? Ich glaube nicht, ne? Nein, hat er tatsächlich nicht. Das ist sehr gut. Pass auf, dann würde ich sagen... Okay, dann habe ich dem keinen sauberen Headshot gegeben, sonst wäre er wahrscheinlich nicht wieder aufgestanden. Oder es ist random, dass die nur manchmal aufstehen. Aber ich glaube, es liegt tatsächlich daran, wenn man die nicht richtig trifft. Dann passiert das wahrscheinlich. Können wir hier... Ah, warte. Gut. Da ist ein Supersoldat. Ich möchte eigentlich lieber den Schockhammer gerade benutzen. Verdammt! So. Na komm. Ach so! Ja, gut, das geht natürlich auch. Ich, hä, wieso ist der jetzt direkt explodiert? Gut, möchte ich die große... Hatte, wo ist die denn? Ach, ich hab sie schon. Ah, ich bin Idiot. Wo ist meine Brille? Ja, ich hab sie auf der Nase, ne? Genau. Ich wollte sagen, wo ist denn die große Wumme? Die hat er doch längst abgegeben. So. Mal eben noch die Karte gucken. Okay, es gibt zwei Wege. Dann gehe ich erstmal hier rum. Hier ist nichts. Gut, dann gehe ich andersrum. Vielleicht ist da noch was. Okay, da läuft irgendeine Welle. Ich nehme die mal mit. Vielleicht können wir sie gleich brauchen. Was soll dieser Wahnsinn? Du bist wie ein blinder Wurm, der sich immer tiefer in die Erde frisst. Tiefer und tiefer in ihre verrotteten Eingeweide. In die dunklen Orte, die besser vergessen bleiben sollten. Ist mir jetzt eigentlich egal, wegen dem Supersoldat hier vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Der stirbt jetzt auch direkt, ne? Genau. So, mach grad ein bisschen... verdammt, ich wollte ihn noch nicht wegwerfen. Oder habe ich keine Muni mehr? Ich habe keine Muni mehr, okay. Dann räume ich trotzdem mal gerade ein bisschen auf. Na, so viel Schuss habe ich dafür nicht. Dann bleibe ich lieber auf dem Sturmgewehr. Oder weißt du was? Wir hauen einfach mal gerade richtig auf die Kacke. So, können wir das Ding hier irgendwo reinstecken? Ne, sieht nicht so aus, ne? Da ist noch ein kleines Wässerchen. Da werde ich gleich mal reingucken. Hinten habe ich gerade einen Zombie erstehen lassen. Aber das ist nicht schlimm. Der kann sich nämlich dann gleich mal darum kümmern. Da ist hier Meister Propper. Jetzt komm doch mal her mit deinem komischen Hausmeisteranzug. Meine Fresse.
kommt der einfach hier vorne hin. So. So. Das sieht schon besser aus. Jetzt gucke ich nämlich gerade mal hier im Wasser, ob wir noch was finden, was Tolles. Ich glaube aber nicht. Nee, schade. Ich hätte hier nämlich schon was versteckt, ehrlich gesagt. Oh, hier sind noch welche am Leben. Aber nicht doch. Und die Scheinwerfer da oben nicht zerstören. Okay. Irgendwo ist ja auch noch der El Comandante. Oh, ich muss gleich mal Munition aufnehmen. Mir geht hier langsam die Muni aus. Haben wir alles voll. Das ist auch alles voll. Aha, aha, aha. Okay, alles klar. Hier können wir mal kurz... Aber, naja, mit dem Licht kann ich nicht. Tut mir leid. So, da ist noch eine große Wumme. Die nehme ich mir gleich. So, warte mal. Erstmal hier ein bisschen aufnehmen. So, so, so. Dann nehme ich die mal mit. Wer weiß, wofür wir sie brauchen können. Der hat schon wieder die halbe Muni verschossen. Junge, 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 Junge. So, das, das, das. Den ziehen wir mal aus, die Kollegen. Ist eh nicht mehr viel da. Na, wieso kann ich hier nicht... Doch, kann ich. So, irgendwo ist hier noch der Kollege Kommandante. 11 Meter. Ach, da oben ist er. Wahrscheinlich. Der wird hier irgendwo... Ich denke mal hier unten vielleicht. 8 Meter. Ja, guck an. Das war jetzt ein bisschen übertrieben, ich weiß. Notiz von Randolph, Archäologe der Spezialeinheit. 16. März. Wir haben die alten Katakomben jetzt betreten. Ich werde von wiederkehrenden Albträumen geplagt. Ich wache jede Nacht davon auf. Ich habe das Gefühl, je tiefer wir vordringen, desto schrecklicher werden die Träume. Das Gefühl des Schreckens lässt nach, wenn ich gefrühstückt und Kaffee getrunken habe, aber dann kehrt die normale, namenlose Angst zurück. Die Furcht vor dem, was in den Tiefen verborgen liegt. Ich werde jedes Mal von Wellen der Angst ergriffen. Sobald Eberhard, die Vorarbeiter des Ausgrabungsstätte erscheint und die neuesten Ergebnisse bekannt gibt. Gestern dachte ich, ich hätte eine geisterhafte Stimme im Dunkeln gehört. Ich konnte die Worte nicht verstehen. Vielleicht sollte ich die Krankenstation aufsuchen, aber was würde Helga dann von mir halten? Würde sie denken, ich wäre schwach? Das ist das Letzte, was ich will. Ich bete nur, dass dieses Projekt bald beendet ist, sobald wir dieses verfluchte Dorf verlassen können. Randolph. Naja, das war jetzt gerade ein bisschen spät, wenn ich das mal so sagen darf. Ein bisschen. So, Signal haben wir keine mehr. Das ist gut. Wir sind auch fast voll. Ich könnte noch ein bisschen Medischock brauchen. Gerade im Moment. Na, 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 na. Wo? Der ballert hier. Ich habe eine schlechte Position, glaube ich. Ich glaube, das war so ein Nagelklaus von dem Geräusch her. Jetzt bin ich wieder hier. Ja gut, egal. Oh nein, jetzt habe ich die... Achso, warte. Gott sei Dank, ich dachte schon, der hätte die jetzt im Wasser verloren. Wenn ich so verziehen würde, dann würde ich auch besser treffen. So. Hab doch noch eine Verstärkung geholt, die Sau. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass der Funkspruch noch durchgeht, weil wir haben ihn ja eigentlich gekillt, aber das hat wohl nichts gebracht. Verdammte Axt. Es hat leider nichts geholfen. So, Weste. Wunderbar, lalala. Medischock. So, jetzt sieht es doch wieder besser aus. So, ist fast leer, die Waffe. Ich nehme sie aber noch ein paar Meter mit, gerade mal. Haben wir hier denn noch was? Aha. Gut, ich schwimme mal hier durch. Wir lassen die mal da, ist eh nicht mehr viel drin. Ah, hier sind wir richtig. Alles klar, da vorne ist wieder so eine Tür. Oh, das sieht nicht gut aus. Da hat wohl einer die Stromrechnung nicht bezahlt. Oder den Handwerker. Ich hoffe natürlich, dass das Geblitze gleich aufhört. Okay, dann schnell hin. Das ist eine gute Frage, wonach sie sucht.
machen die da? Okay, lassen wir mal gerade da unten ein bisschen... Oh, scheiße. Lassen wir den Zombie da mal gerade ein bisschen die Arbeit erledigen. Aber ich glaube, es sind keine mehr da, ne? Dann machen wir es so. Haben wir alles voll? Was ist denn das da? Naja, da unten ist Party. Monster Party. Eieieiei. Oh. Notiz von Randolph, Archäologe der Spezialeinheit, 17. Februar. Haben Vorkammer zur inneren Schatzkammer gefunden. Ein merkwürdiger Rätselmechanismus. Hier ist eine Art Tor verbunden. Hier ist mit einer Art Tor verbunden. Muss gelöst werden, um den Eingang zur inneren Schatzkammer zu öffnen. Helga ist überzeugt, das Rätsel schnell lösen zu können. Ihr geistiger Scharfsinn ist beeindruckend, aber ich habe Zweifel, dass sie dieser Sache gewachsen ist. Sieht sehr kompliziert aus, wirklich höchst beeindruckend für das Werk eines Abts aus dem 10. Jahrhundert. Randolph. Karte nehme ich noch schnell mit. Ist hier noch mehr? Das hatten wir. Dann ist die hier noch, die Notiz. Notiz von Eberhard, Vorarbeiter der Ausgrabungsstätte, 10. März. Täglicher Lagebericht. Helga ist es gelungen, das Rätsel zu lösen. Der steinerne Adler gibt nun die Betätigung einer Treppe frei. Hinter dem Tor haben wir einen weiteren Gang gefunden, der durch Felsen versperrt ist. Dahinter müsste eine Steintür liegen, die sie ins Innere der Schatzkammer führt. Wir müssen das Entfernen der Felsen vorbereiten, würde lieber auf Dynamit verzichten. Könnte die Tür zur inneren Schatzkammer beschädigen. Einige der Männer scheinen inzwischen nur noch ein Rückgrat aus Pudding zu besitzen. Sie bewegen sich über seltsame Geräusche. Sie beschweren sich über seltsame Geräusche, die angeblich hinter den Felsen zu hören sind. Viele klagen über Albträume. Alles kindlicher Aberglaube. Die Männer müssen feiern. Werde denen, die am härtesten gearbeitet haben, an dem Abend einen Besuch im Gasthaus gestatten. Das ist aber sehr nett. Ein ganz netter Chef, hoffen wir sagen darf. So, was ist denn hier los? Wer braucht denn hier mal was von Ratio Farm? Es hört sich nämlich nicht so gesund an. What the fuck? Will ich da rein? Muss ich denn da rein? Aua. Können wir hier wieder hoch? Ah, ich verstehe. Zweiter Gang. Das Blöde ist, ich habe hier wirklich keine Taschenlampe. Ne? Ich habe auch keine Waffe, an der eine Taschenlampe dran ist. Nichts. Aha, geheimer Bereich. Geheimer Bereich. So, so, so. Oh, mal nicht die Tür eintreten. Nichts, okay. Geheimer Bereich. Warte mal, ist hier irgendwas? Wenn hier ein geheimer Bereich ist, ist nämlich auch meistens Gold da. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ach, mach Dinger. Aha, okay, alles klar. Und ah, ich verstehe. Alles klar, gut, machen wir sofort. Nur... Normal ist ja immer auch Gold irgendwo, aber hier können wir tatsächlich... Ja, es sieht schon danach aus. Okay, los geht's. Ah, schau an, das ist aber neu. Das kenne ich noch nicht. Das ist definitiv neu. So, Sturmgewehr haben wir. Ich bleib aber, wie gesagt, Pistole. 10 Schuss, oh je. Ach was, verarsch mich doch nicht. Wir haben doch einen Endboss. Oh, scheiße. Okay, ich brauche dringend Muni, bevor ich gegen den schieße. Die haben hier tatsächlich einen Endboss eingebaut, aber... Ich habe doch hier gar keine Muni. Warte mal. Kann ich hier... Oh, scheiße. Den Gegner gab es nämlich auch im richtigen Wolfenstein... Alter, wie soll ich denn den wegmachen? Ich habe gar nicht so viel Munition. Okay, entweder haben wir hier Glück und es ist irgendwo ein Geheimgang. Das ist nämlich gerade meine Vermutung. Ansonsten habe ich jetzt gleich wenig Chancen. Wie soll ich denn den so schaffen? Oh, hier ist ein Geheimgang. Okay. Ja, hier ist Muni. Und hier ist auch Heilung. Ne, hier ist nur Heilung. Scheiße. Ah, da hinten. So, komm her. Das nehmen wir schnell mit. Bevor der Onkel da um die Ecke kommt. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie der hieß. Okay, hier ist jede Menge Muni. Werde ich da gleich mal wieder zurückgehen. Wie hieß denn der noch? War das nicht auch so ein Jägertyp? Aber ich glaube, der hieß nicht Jäger, ne? Ich weiß nicht. Es gab einen Namen. Das ist nicht Adolf Hitler auf jeden Fall. Es ist irgendein anderer. So, der kommt jetzt nur hoffentlich nicht hier hin. Wo ist
ist denn der? Da. Okay, der bleibt da stehen. Dann ist okay. Oh. Was? Das war's schon? Ach ja. Der schien mir aber in Wolfenstein schwieriger. Ehrlich gesagt. Aber der hat Schlüssel hinterlassen. Okay. Und ein Unendlichkeitspäckchen. Ja, nice. Haben die hier auch so einen versteckt. Das ist ja geil. So, warte mal eben. Ich muss mal gerade gucken, ob es hier noch mehr Geheimgänge... Nee, die hatte ich abgelaufen, ne? Ich glaube, das war's mit den Geheimgängen hier. Okay, gut. Ich nehme die mal mit. Es wäre nämlich nice, wenn wir jetzt hier so ein paar Endbosse kriegen würden. Okay, da kommen wir schon durch die Tür. Alles klar. Hä? What the fuck? Hä? Okay, alles klar. Das ist ja nice. Okay, gut. War jetzt halt nur ein kurzer Ausflug. Auch nicht schlimm.